Okay. Ich habe ein Geschenk für dich. Okay. Ich nehme es gern an. Ein Molly. Hallo. Hier. Danke. Du schönes Ding. Molotow setzen einen Bereich in Brand. Halte zum Zielen L2 gedrückt und drücke R2, um einen hohen Bogen zu werfen. Oder um in hohen Bogen zu werfen. Sei vorsichtig. Ich bin Profi. Ja, genau, wir sind Profi. Das war's noch nicht. Geil, Molotow-Cocktails. Okay, nochmal 12 Pillen. Sehr schön. Wo spielen wir nicht ganz sicher? Moment. Liegt hier vielleicht nicht doch noch irgendwo was in den Regalen? Ist die Pillendose hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Aber natürlich, das hatte ich eben, glaube ich, gar nicht fortgeführt. Zieht Ellie hier die Gasmaske auf, um den Anschein zu wahren, dass sie... ja auch eine von denen ist. Also heißt, dass sie sich auch infizieren könnte, obwohl wir natürlich wissen, dass sie das nicht mehr kann. Weil sie ist ja schon infiziert. Okay, die Dina weiß also wirklich nicht Bescheid. Und ich denke mal, in der Stadt... auch bis auf Joel und Tommy wahrscheinlich auch keiner. Wie hieß die Frau nochmal von dem? Maria, ne? Die könnte unter Umständen auch Bescheid wissen, aber ich denke mal, Gros der Stadt wird nicht Bescheid wissen. Ich glaube, dann würde Ellie auch mal massiv Probleme bekommen. Okay, hier ist eine Schutzmaske. Gut, dass wir eine Schutzmaske haben. Die können wir uns dann fürs wirkliche Leben mitnehmen. Okay, da sind auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, viel zu viele, 6. Okay, Wespennest. Haben wir alles? Okay, dann mal los. Ach du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay, den Runner hier vorne könnten wir gleich. Wir halten die zwei Klicker. Alter. Nein. Okay, der Runner da hinten, der läuft durch die Gegend. Müssen wir im Auge behalten, wenn wir den hier links erledigen. Okay, wir machen erst hier den Runner. Und wir machen die Taschenlampe aus. Okay. Wir werden jetzt hier gleich meine altbewährte Strategie anwenden. Indem wir hier in der Mitte von dem Raum eine Flasche reinschmeißen und dann den Molotow-Cocktail hinterher. Okay, stellt euch alle schön rein. Ja, macht Gruppenkuscheln. Das ist sehr schön. Okay, die brauchen aber ziemlich lange. Okay, die hat es noch nicht mal alle komplett erledigt. Alles klar, gut. Das ist auf einer Art natürlich nicht gut. Obwohl die gebrannt haben, das war ja auch im ersten Teil so, wenn die brennen, dann sind die auf jeden Fall im Eimer. Ist also nicht mehr der Fall. Ja, das heißt, wir müssen hier ballern.
Oder wir schauen uns hier nochmal um. Wir gehen mal hier durch. Okay. Kommen wir nicht zu nah. Kommen wir nicht zu nah. Du Kackratze! Was ist die los? Okay, das läuft jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bewegt sich noch was? Nein. Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Okay. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Okay. Okay, das war nicht so geplant. Die blöde Nuss geht genau auch noch in die Ecke. Na egal. Gesundheit ist mal wieder... Ja, war schon mal besser. Ja, war nicht so geplant. Der Molly hätte eigentlich besser sitzen sollen. Jetzt müssten wir uns aber rein theoretisch... Genau, wir können uns einmal Heilung zusammenbasteln. So, das ist jetzt auch erstmal wichtiger. Verarzten uns... Wohl, Moment, wir warten erst. Moment. Da wacht man noch. So, wir gucken jetzt erstmal, was wir hier dolles alles finden. Weil unter Umständen finden wir ja hier irgendwie ein paar Snacks. Dann können wir uns die Heilung einmal sparen. Aber wir halten mal fest, die Mollys sind nicht mehr ganz so stark, wie wir das noch im ersten Teil hatten. Weil wenn die einmal Feuer gefangen hatten, waren die Geschichte. So, hier liegt aber auch nirgendwo was in den Regalen. Ja, ich denke mal, so ein Supermarkt wird doch bestimmt irgendwo ein paar Snacks haben, die wir uns mal eben reinpfeifen können. Nee, aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Aber knauserig. Aber auf der einen Art auch sehr realistisch, weil das wird hier alles abgegrast worden sein. Da geht's sehr wahrscheinlich raus. Ah, super. Wir fahren mit dem AOK-Chopper durch die Gegend. Braucht man nicht zu laufen. So, Gewehrmunition auch wieder... Müssen wir wieder liegen lassen. Obwohl, da hat gerade was auch nochmal Stoff. Okay, dann machen wir, glaube ich. Moment, warte mal. Das ist ja cool.
Wie kommen wir hier raus? Ja, das ist mir schon klar, dass du uns da hinten hinführen willst. Aber ich habe ja schon die ganze Zeit das Gefühl, ich lasse wieder alles stehen und liegen. Und übersehe alles. Aber im Moment ist hier, glaube ich, wirklich alles erledigt. Da ich auch nicht weiß, was uns draußen erwartet, werden wir uns, glaube ich, doch besser heilen, oder? Wir haben jetzt so viel Zeug dabei. Den Molly machen wir uns auf jeden Fall. So. Ah, wir warten noch. Wir werden ja hoffentlich nicht jedes Mal attackiert werden, sobald wir hier nur eine Tür aufmachen. Okay, geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Hä? Oh, klar. Oh, okay. Kabel. Na also. Ja, das sollte gehen. Okay, dann werfen wir mal das Kabel da drüber. Schui. Scheiße, ja. Okay, das ist gut. Dann mal los. Ja, sieht aber irgendwie nicht wirklich stabil aus. Okay, das sieht nicht stabil aus. Pass auf, wenn du hier hochkommst. Ja, ich hab Schiss, ja wieder runterzufallen. Mit unserer bescheidenen Gesundheit hier nochmal runterfallen. Oh. Okay, scheint aber hinzuhauen. Ich hätte jetzt Schiss gehabt, wir fallen da runter und dann bricht da unten die Hölle aus. Okay, hier der drin. Sturm. Der zieht auf jeden Fall auf. Okay, da sind die Pferde. Ist hier nichts mehr. Okay, alles klar, dann. Okay, alles erledigt. Wir brechen auf. Okay, jetzt ist das Beschauliche ja vorbei, ne? Also ein Wetter kann sehr, sehr schnell in den Bergen umschlagen, wissen wir alle. Und so ein Schneesturm, da willst du nicht drin sitzen. Also zumindest nicht ungeschützt. Es wird immer schlimmer. Sollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft. Okay, wir beeilen uns mal. Aber unser Klepper macht es nicht schneller. Okay. Scheiße. Wo ist die hin? Tina, wo bist du? Ich sehe auch keine Spuren mehr im Schnee. Ja, super. Okay, rechts. Wo bist du? Ich weiß nicht. Da. Oh, Gott sei Dank. Oh, man ist nicht fertig. Wohin gehen wir?
Ja, was bleibt uns noch anderes übrig? Okay, das sieht stabil aus. Okay. Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Okay. Sehen wir uns mal um. Ja, noch nie hier drin. Die Tür ist, stand sperrangelweit offen. Ich bin gespannt, ob wir hier alleine sind. Und ich habe jetzt gerade wirklich gehört, dass unser Pferd den Geist aufgibt. Aber so richtig rund lief der auch nicht mehr. Okay, und da wir nicht wissen, was hier los ist, wir werden uns verarzten. So. Und damit warten wir noch. Flasche, Flasche. Okay, sieht schwer hier nach Stress aus. Okay, da geht's weiter. Wir schauen uns jetzt erstmal um. Weil hier der Raum scheint im Moment safe zu sein. Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Na, ich habe schon gesehen, da vorne ist eine Tür. Copy Center. Vielleicht bekommen wir die auf. Kommen wir natürlich nicht. Aber da wir das ja eben an dem Kühlschrank gesehen haben, dass wir die Scheibe einschlagen können. Was ist hier los? Machen wir das so. So, und nehmen natürlich hier uns dieses die ganzen ganze Teile mit. Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ha, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Warum hat das mir verheimlicht? Okay, das sieht so aus, als wenn hier vorne eine Werkbank wäre. Haben wir hier eine Werkbank? Nein, haben wir leider nicht. Das ist alles nur Elektrokram. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir hier das erste Mal eine Werkbank finden. Huh. Eugene. Mhm. Definitiv Eugenes Hütte. Er war ein Firefly? Okay. Diente mit Tommy. Okay, also kein Firefly, der uns an den Kragen will. Ja, das war eine ganz üble Geschichte. Und zwar? Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete 3 Soldaten. 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht. Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel haben einiges getan, um zu überleben. Ja, das stimmt. So, ich weiß jetzt nicht, lauf mir Dina einfach hinterher, weil wir hatten ja auch in dem großen Raum, in dem Saal hatten wir... Okay, da geht's auch hin, wieder zurück, oder? Moment, warte mal. Ich möchte jetzt hier natürlich nichts auslassen. Okay, die Tür ist verschlossen, alles klar. Ich hatte jetzt gedacht, die geht auf. Sind wir
zufälligerweise sogar richtig gegangen. Aber das mit dem Scheibe einschlagen finde ich cool. Wer braucht schon einen Schlüssel? Neuer Tagebucheintrag, drücke zum Anzeigen das Touchpad. Okay. Das ist ja cool. So, lesen. Links hat man ja schon. Heute war verrückt, bla bla. Hatte Eugene Kontakt zu anderen Fireflies? Hatte er von mir und Joel gehört? Nein, das hätte, dann hätte er was gesagt. Wahrscheinlich. Ja, Giraffe. Ja. Jetzt fällt's mir ein, klar. Erster Teil, Giraffe. Das war ja auch ein sehr denkwürdiger Moment für die Ellie. Aber das mit dem Tagebuch finde ich cool. Schöne Idee. Ist ja quasi auch etwas, was wir dann sammeln können. Wie jetzt auch diese neue Karte, die wir uns direkt mal angucken. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, wie viele Karten wir hier finden. Es ist nichts durchnummeriert. Also ich sehe zumindest jetzt gerade hier keine Nummer. Bei den Comics hat man ja Nummern gehabt, aber die sind ja eigentlich generell nicht wirklich durchnummeriert. Aber hier liegen auch Comics rum. Aber kein Savage Starlight. Aber sehr schön. Okay, da ist auch eine PlayStation 3 mit Uncharted 2 und auch der Jack and Dexter Trilogie. Sehr schön. Können wir leider nicht anmachen. Das wäre auch geil gewesen. Hier schön im Sitzsack. Wir haben uns da reingeflitzt und schön an Uncharted 2 gezockt. Wäre eine coole Idee. Ja. Ja, hier hat aber auf jeden Fall jemand gelebt. Da ist das Bett. Scheint aber eine einzelne Person gewesen zu sein. Weil für mehrere ist das Bett hier zu klein. Die Frage ist, wo ist der? Und das ist ja auch schon länger nicht genutzt, wie man sieht. Okay, da ist ein Zettel. Ein Brief. Eugene, bitte komm nach Hause. Wenn die Fireflies die Welt retten wollen... Seine Familie zurück und ging zu den Fireflies. Lass sie... Krass. Lass sie doch. Eugene. Lass sie das Militär jagen. Die Politiker lassen ihren Impfstoff entwickeln, der die Menschheit rettet. Vielleicht ernten wir sogar eines Tages die Früchte ihrer Fantasien. Aber bis dahin geht unsere Tochter vor. Die Fireflies kommen gut ohne dich zurecht, deine Tochter nicht. Sie fragt ständig, wann du nach Hause kommst. Ich kann sie nicht länger anlügen. Du fehlst mir, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Komm nach Hause, bitte. Wir lieben dich, Claire. Eugene. Sehr schön. Oh mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Aber noch, okay, da noch eine Schublade. Ja, Tipp, ich drück mal auf Tipps. Ja,
Ist ja alles gut. So. Daten können wir nicht. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Also Eugene hat gerne Jack and Dexter und Uncharted gespielt. Gut zu wissen. Hey, okay. Das ist der Generator. Können wir vielleicht doch Videospiele spielen? Also bei Uncharted 4 konnten wir das. Oh wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Okay, unsere Werkbank. Also damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Oh yeah. Und vielleicht können wir doch die PlayStation 3 anschmeißen. Okay, Waffe aufwerten. Was machen wir denn als erstes? Gewehr oder Pistole? Okay. Ich würde sagen, Gewehr. Ich würde sagen, wir machen bei beiden erstmal die Stabilität, weil wir haben beide. Obwohl, das wird hier eh nicht funktionieren, die Kapazität. Es war ja bei Resident Evil 4 so, dass wenn man die Waffe leer geschossen hatte und man hat die bei dem Waffenhändler verbessert und die Kapazität erhöht, dann hatte man nämlich ein volles Magazin. Das ist nämlich der Trick, den ich euch auch irgendwann mal zeigen wollte. Also für alle, die es interessiert, wisst ihr jetzt schon Bescheid. Ansonsten sage ich das irgendwann nochmal, wenn ich Resident Evil 4 spielen sollte. Aber das wird hier nicht funktionieren. Das hat nämlich auch beim Vorgänger nicht funktioniert. Deshalb gucken wir mal. Wir machen hier definitiv Kapazität erhöhen. Denn dann können wir auch wieder mehr in unseren Taschen mitnehmen. So. Bastler. Unsere erste Trophy. Und was ich sehr schön finde, die Animation dabei. Ja, das wird gehen. So, und da können wir nichts mehr verbessern. Ja, aber immerhin. Aber wir können uns die Waffe angucken. Ein bisschen Waffenporn. Oh, zack. Und Licht aus. Was ich auch cool finde, dass dann, wenn man das Licht ausschaltet, das Auge natürlich noch ans Licht gewöhnt ist und erstmal alles dunkel wird. Hallo? Okay, da ist der Heizstrahl an. Das ist doch ein Hinweis, dass die PlayStation 3 vielleicht anzuschalten ist. Ist auf jeden Fall schön warm jetzt hier. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Okay. Geht's irgendwo runter? Hier nicht. Ja, das war's wohl mit der entspannten, gepflegten Runde Uncharted oder Jack and Dexter. Okay, es muss ja dann irgendwo runtergehen. Okay, das Bücherregal können wir auf Seite schieben. Na los. Und feste. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Ist vermutlich nur ein riesiger Fernseher, den er nicht teilen wollte. Mit 80% Sicherheit. 80? Wow. Mal sehen, wer recht hat. Ja, ich habe hier eigentlich eine Befürchtung. Der war bei den Fireflies, aber die Frage ist, wann ist der ausgestiegen? Ist das mit Tommy gewesen oder war das erst danach? Aber obwohl, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nicht, dass der hier so ein Maulwurf war. Aber dann hätten die natürlich Joel schon viel eher. Jawoll. Oh mein Gott. Das ist Gras. Ja, furztrocken, das Gras. Das erklärt einiges. Ja. Da macht der hier eine Hanfplantage, der ist ja der Knaller. Und ich habe schon gedacht, der würde uns hier in die Pfanne hauen. Nein. Hat auf jeden Fall für ordentlichen Nachschub gesorgt. Kannst natürlich jetzt ja alles in die Tonne kloppen. Okay, eine VHS-Kassette. Hey,
solche Videokassetten. Ne, mit wird sich Joel freuen. Des Wolfs. Smash Brandys Kutsch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Okay. Wird sich Joel dir vielleicht doch nicht freuen. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre irgendwas. Die alte Wutz. Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Dann hätte sich das wahrscheinlich aber auch in dem Lager rumgesprochen. Und die nächste Bong. Das ist ja geil. Dina, eine Gasmaskenbong. Ja. Oh Gott, er war so schlau. Das ist lustig. Ja, schade, dass wir den netten Herrn nicht mehr kennenlernen können. Der Gasmaskenbong. Ach, nee, was lustig. Die können wir noch mitnehmen. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Stimmt. Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10 überwältigend, wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, das war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6.